So, heute ist Donnerstag, der 3. Juni 2021, 10.23 Uhr. Live aus dem Stasi-Kaff 375-74 Einbeck. Niedersachsen, Deutschland, für diejenigen, die aus der Österreich-Schweiz zugucken, für diejenigen, die ich nicht kenne, die jetzt hier neu zugeschaltet sind. So, mein Name ist Adrian Lachstetter, das ist mein bürgerlicher Name. Allerdings bin ich mit dieser Person, die dem Vatikan gehört und sich im See- und Handelsrecht befindet und der Satanistenfamilie Lachstetter nichts mehr zu tun haben. Deswegen nenne ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic, beziehungsweise Adrian Milosevic oder Serbisch Milosevic. Genau, um mich halt da abzugrenzen. Ja, und ich will auch mit dieser ganzen Vergangenheit meiner Monarchkacke nichts mehr zu tun haben. Milosevic ist in Serbien so häufig wie Meier oder Müller hier. Von daher, also Top-Name, hört sich auch schön an, sehr wohl klingt. So. Perfekt. Auf jeden Fall, ja, ich dachte, ich drehe heute mal wieder ein Video. Genau, was ich noch vergessen habe. Ja, ich habe mir so angewöhnt, so eine kurze Introduktion immer zu machen, wer ich bin. Für die Leute, die neu zuschalten, sich nicht durch 300 Video graben wollen. Also ich bin Opfer von Projekt Monarch MK Ultra Beta Sexsklave. Stasi-Zersetzung, also beziehungsweise BND-Zersetzung, die haben das ja alles übernommen und perfektioniert mit technischen Mitteln weiter. Ne, die ganzen Smartphones und ganze Kack bietet natürlich noch mehr Möglichkeiten heutzutage. Das heißt, wir haben unsere Wanzen quasi immer schon dabei, mit Kamera sogar. Ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, das Video wird heißen Zuschauermeinung, 3 Milliarden Euro Schadensersatz. Genau, also ich bin Opfer von Geheimdienstverbrechen und auch illegale Implantierung mit Körperchips und Nanotechnologie und Folter bis zum Orgasmus mit elektromagnetischen Waffen und Chipimplantaten seit meinem 3. Lebensjahr. So, und heute, ich dachte einfach mal, ich frage mal die Zuschauer, müsst ihr mal entscheiden. Wie gesagt, die meisten können sich gar nicht mal vorstellen, dass es dieses Verbrechen gibt und welche Ausmaße das hat. Deswegen versuche ich das ja auch alles so ein bisschen ans Licht zu bringen. Ja, und ihr müsst dann halt mal, müsst ihr mal sagen, wie ihr das entschädigen würdet. Also mir hat man eben über Voice to Skull schon zugesichert, 3 Milliarden Euro würden mir wohl zustehen, mindestens. Ja, und die werde ich mir auch einklagen. Wenn dann irgendwann mal dieses scheiß System hier weg ist und wir hier anständige Richter wieder haben, die auch wirklich richten tun und für das Volk einstehen, nicht irgendwelche Leute, irgendwelche Schein- und Privatgerichte in See- und Handelsrecht, in dem Vatikan Kriminalkartell gehören. Vielleicht haben wir das irgendwann mal wieder. Na, zur Not habe ich mir auch schon überlegt, irgendwie im Ausland, in Malta, irgendwie das einzuklagen. Es ist halt bloß alles schwierig, wenn man erstmal keine finanziellen Mittel hat. Dank Herr Karl und dem BND. Auf jeden Fall. Klagen werde ich auf jeden Fall, wenn sich die Möglichkeit dann endlich mal ergibt. Zur Not auch im Ausland, in Malta oder sonst wo. Ist halt bloß schwierig, mit wenig Geld irgendwas auf die Beine zu stellen. Danke, Herr Karl. Kleines Dreckschwein. Großes Dreckschwein. Klein ist noch untertrieben. So, auf jeden Fall, ja, ich werde jetzt mal die Straftaten aufzählen oder beziehungsweise die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die gegen mich begangen wurden. Und dann müsst ihr mal sagen, wie will man das überhaupt entschädigen? Das kann man gar nicht entschädigen. Im Prinzip müsste man mir eigentlich unbegrenzt Geld bis an mein Lebensende geben, dass ich mir alle meine Wünsche erfüllen kann. So, weil, falls ich mich überhaupt je regenerieren kann von dieser ganzen Scheiße, was auch nie der Fall sein wird. Deswegen ja, also das kann man finanziell eigentlich gar nicht wieder gut machen. So, dieses psychische Leiden, das kommt ja auch hinzu, ne? Das weiß ja überhaupt gar keiner, wie das für einen ist. Ne? Das ist ja. Aber wir haben ja auch einen körperlichen Schaden und einen finanziellen Schaden. So, davon mal ab. So, also wir fangen mal an. Mir hat man 21 Jahre genommen. Durch dieses Projekt Monarch halt. Durch diese traumabasierte Mind-Control-Scheiße. Ich durfte mich nie so entwickeln, wie ich wollte. Wie gesagt, ich werde mal alles aufzählen, dann sagt ihr mal. Also wie gesagt, wir sind auf jeden Fall schon mindestens im Millionenbereich mit der Entschädigung. Aber das reicht natürlich nicht. Und ich möchte auch halt dafür, dass man mir 20 Jahre gestohlen hat, irgendwann mal anfangen halt richtig zu leben und nicht überleben. Am Existenzminimum, so wie das jetzt ist. So.
Genau, also mir hat man 21 Jahre genommen durch dieses Monarch-Programm. Offiziell sagt man zwar, ich bin 18, aber ich glaube das nicht, weil man mir auch verdeckt Hinweise in diesem Nazi-Exterminierungslager Amerus-Hildesheim gegeben hat, dass in den Akten wohl stehen würde, dass ich 2000 geboren bin. Da war mir alles klar. So, also ich bin 21. 21 Jahre durfte ich mich nie so entwickeln, wie ich es wollte. Weil ich immer seit meinem dritten Lebensjahr mit Chip-Implantaten, Nanotechnologie, Augenimplantaten kontrolliert und gesteuert wurde. Dann haben wir sowieso die Prostitution, also das kommt auch noch da hinzu. Prostitution in der Kindheit, Kindesmissbrauch. Das Umfeld war immer für mich gesteuert. Also die Leute, mit denen ich in der Klasse zusammen war, wurde alles ausgesucht. Ne, das ist ganz einfach realisierbar. Wie gesagt, wenn, sag ich mal, alle, mein Großvater Freimaurer ist und die ganzen Lehrer bzw. Schulleiter auch Freimaurer, ist halt wie so eine Mafia, wie so eine Sekte halt. Da kann man das ganz einfach realisieren, wer kommt mit wem zusammen. Dazu kommt ja noch, dass auch Lehrer und viele Leute auch schon implantiert und von den Geheimdiensten gesteuert sind, das gar nicht wissen, was ihre Gedanken sind und was nicht. Das heißt also, ja, es war auf jeden Fall immer für mich alles gesteuert. Mit wem kam ich zusammen? Und deswegen konnte ich mich in dem Sinne, hat man mir die Kindheit halt genommen. Ich konnte halt nie so irgendwie quasi wie andere Kinder das konnten, mich quasi entfalten. Ne, dieses Spielen mit anderen Kindern, das selber Freunde aussuchen. Ne? So, also das hat man mir genommen. Und das ist ja, das kann man mit diesen Leuten in Amerika, die fälschlicherweise in Knast eingesperrt werden, gar nicht vergleichen. Ne, das gibt's ja auch so Fälle, wo dann Leute 20 Jahre in Knast gehen, unschuldig. Die haben aber wenigstens noch ihre Kindheit gehabt. Die hat man mir ja komplett genommen. Ich habe überhaupt keine Kindheit gehabt. Deswegen, und die Jahre, das sind so Sachen, das kann mir keiner mehr wiedergeben. Keiner kann mir diese 21 Jahre wiedergeben. Momentan ist kein Ende in Sicht, dank diesem fetten Nazi-Schwein, Herr Karl. Es wird weiter gefoltert und hofft, mich irgendwie noch umzubringen, damit man dann diesen Schadensersatz auch nicht zahlen muss. Ja. So. Genau. Das kommt dazu. Dann haben wir, wie gesagt, Menschenhandel für Sex, den man in der Kindheit an mir betrieben hat und jetzt auch noch weiterhin an mir betreibt. Also, das heißt, also wie gesagt, das macht man halt mit den Körperchips, den Implantaten. Ja, man sendet mir halt die Fantasien ein und stimuliert halt, es hört sich nach Sci-Fi an, ist aber möglich, und stimuliert mir halt den Schniedel in der Hoffnung, dass ich dann halt mit gewissen Leuten zusammenkomme. Ja, genau. Pornos werden dann durch die Augenimplantate halt aufgenommen. Und das kann man dann verkaufen. Also wir haben Menschenhandel damals dann als Dank für diesen ganzen Scheiß. Menschenhandel jetzt, der immer noch an mir betrieben wird. Dann werde ich seit 17 Jahren, also seit meinem dritten Lebensjahr, elektromagnetisch vergewaltigt. Seit meinem dritten Lebensjahr, muss man sich mal geben, wird mir jeden Tag der Penis bis zum Orgasmus stimuliert oder mindestens bis zum Lusttropfen. Da kann man sich auch nicht gegen verteidigen oder schützen. Das ist nicht so wie damals Schwert und Schild, dass irgendwie der bessere Kämpfer gewinnt, sondern man ist dieser Technologie schutzlos ausgeliefert. Es ist teilweise sogar schon so, dass ich mir hier Alufolie hinmachen muss, aber es bringt halt auch nicht viel. Und die können ja halt einfach auch stärker aufdrehen. Es ist gar nicht schön. Ich habe das ja auch schon nachgewiesen auf meinem Kanal Adrian Milosevic 3 und hier auf dem auch, diese Messung mit den Messgeräten, wie hart da reingeballert wird. Und das geht seit meinem dritten Lebensjahr so. Das macht dann also den Straftatenbestand der Vergewaltigung. Und das 17 Jahre lang jeden Tag. So, 17 Jahre lang. Ende ist nicht in Sicht. Trotz mehrerer Unterlassungsbeschwerden an den BND und Anrufen. 17 Jahre lang vergewaltigt. Das kommt auch noch oben drauf. Ja? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber jeder, der schon mal vergewaltigt wurde, jetzt stellt euch das mal vor, jeden Tag 17 Jahre lang, mit technischen Mitteln, mit elektromagnetischen Waffen, mit Chip-Implantaten, mit Neurotech. Seit dem dritten Lebensjahr, seit der Kindheit. Zusätzlich on top nochmal zum ohnehin an dem Kindersexhandel, der an mir begangen wurde, also auch der klassische Menschenhandel. Und das Schwänze lutschen und Pisse trinken mit 3 Jahren. Das kommt ja auch noch oben drauf. Also das haben wir. Deswegen, also ich bin der Meinung, das kann man so finanziell gar nicht wieder gut machen.
Und diese Schwänze-Lutscher sollen da ja auch mal bluten beim BND, ne? Also mit 1 Million Euro, da gebe ich mich nicht zufrieden mit. Das ist ja allein schon das, was man mir durch Bitcoin zerstört hat. Also ich hätte ja auch Multimilliardär oder Multimillionär werden können, wenn ich denn mal finanzielle Mittel gehabt hätte damals. Gut, jetzt kann man sagen, ich bin ja 2000 geboren. Mit, wann kam das raus? Bitcoin 2009. Mit 9 ist man da noch geistig nicht so. Das stimmt, aber wie gesagt, 2012, mit 12 Jahren, 13, 12, 13. Ne? Hätte man da schon, und das hätte ich dann auch gemacht, wenn ich mal wie Geld hätte, vernünftig. Aber man hat mich auch immer halt mit diesen Implantaten, diesen Neurotech ferngesteuert und man hat mich schon immer halt unterdrückt, dass ich halt nie irgendwie groß was machen konnte. So, auf jeden Fall, ja, also mir hat man auch Millionengewinn mit Bitcoin verhindert. Also das heißt, ich habe so oder so einen Schaden in Millionenhöhe. Das heißt also, wir sind so oder so bei der Entschädigung schon im Millionenbereich, weil man mir das ja bezahlen muss. Diesen Schaden durch Bitcoin. Also, so, und jetzt, aber nehmen wir mal an, ihr könnt ja mal selber googeln, wann ist Bitcoin wie viel wert gewesen, sage ich jetzt mal. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz in der Anfangsphase 10 Euro reingesteckt hätte, ein Bitcoin ist jetzt 50.000 oder was wert, so, jetzt überlegt euch das mal. Also, wir haben ja schon allein schon Schaden so in 100 Millionen Euro Höhe mindestens. Mindestens. Ne? Durch Herr Karl und seine scheiß Kinderfickerbande. Das heißt also, einmal müsste man mir das Geld zurückzahlen als Entschädigung, weil das ist, ja, mir hat man das Geschäft kaputt gemacht. Ja? Hallo? Das heißt, da haben wir schon mal 100 Millionen Euro mindestens. Ja, man kann sich jetzt halt streiten, ne, wie gesagt, aber trotzdem. Millionär wäre ich auf jeden Fall mindestens geworden durch Bitcoin, das hat man mir versaut. Dann darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dadurch, dass man mich jetzt so finanziell geassetstrippt hat und zerstört hat und ich jetzt auch wieder nicht investieren kann in Cardano, in Ethereum, geht mir jetzt wieder Millionengewinn flöten. Ne? Wie gesagt, ich habe ja auch, ich weiß nicht, auf welchem Kanal das war, aber ich weiß immer alles schon vorher, was steigt, aber ich kann halt leider nichts machen. So, also wir gehen hier wieder die ganzen Gewinne durch die Lappen, dank Ihnen, Herr Karl, fettes Miststück. So, das kommt dann auch oben drauf. Wie gesagt, ich habe gerade genug Geld, so um zu überleben. Ne? Und es reicht eigentlich gar nicht mal. Ne? Weil ich muss mir ja so vieles auch kaufen und musste mir so vieles kaufen, zum Beispiel Messgeräte im Wert von 300 Euro und so ein Kram, alles. Das heißt, das Geld, was ich habe, geht dann auch noch für Alufolie und Messgeräte drauf. Also man hat halt nicht viel, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, groß investieren. Man will sich ja auch mal was gönnen. Mal ein Eis oder mal ein Döner oder so. Also es bringt mir halt gar nichts, wenn ich das Geld nur irgendwo investiert habe und das nicht nutzen kann. Ja? Ich hoffe, ihr versteht das schon alle. Na? Ja. Dann, was kommt noch hinzu? Das mehrfache Einsperren in ein Nazi-Exterminierungslager, in mehrere Nazi-Exterminierungslager, sowohl in der Kindheit, im Armeeus Hildesheim, im Albert Schweitzer, da war ich auch schon in der Kindheit, in 3, 4. Dann, halt, ja, das reißt ja, ist ja auch nicht abgerissen, das hat man ja auch immer wieder gemacht. Dann hat man mir also mindestens ein Jahr insgesamt in all den Aufenthalten geraubt, durch die ganze Psychiatrisierungsscheiße, also Nazi-Exterminierungslager. Ja, also auch wieder ein Jahr futsch. 3 Jahre hat man mir geraubt, durch den Fakt, dass ich eigentlich schon 21 bin. Oder was heißt eigentlich, dass ich 21 bin, aber offiziell erst 18 bin? Das muss man auch, deswegen möchte ich das gerne mal aufklären jetzt hier eigentlich, was hier eigentlich gelaufen ist. Das heißt also, ich wäre ja in dem Sinne seit 3 Jahren, hätte ich schon eine eigene Firma gründen können, wäre eigentlich schon seit 3 Jahren volljährig. Das heißt also, im Prinzip hat man mir dann auch wieder dann nochmal 3 Jahre Handlungsfähigkeit genommen, wo ich eigentlich schon hätte eine Firma aufstellen können. Gut, die wäre mir wahrscheinlich eh kaputt gemacht worden, aber trotzdem. Es geht ja darum,
dass ich normal seit 3 Jahren schon, ja, sag ich mir mal, was hätte auf die Beine stellen hätte können. Ne? Das heißt also dann, damals gab es auch kein Corona und da hätte man dann auch wieder Gewinne mitmachen können. Ne? Es gibt doch jetzt kein Corona, aber. Naja, nee, wisst ihr, was gemeint ist das? Ne? So. Wir sind auf jeden Fall mindestens mit 3 zugekniffenen Augen im Millionenbereich schon längst. So, das heißt also, ich müsste nie wieder arbeiten gehen, wenn ich mal endlich hier entschädigt werden würde. Und das ist auch richtig und fair so. Weil ich 21 Jahre lang 24-7 arbeite als traumabasiertes Mind-Control-Opfer. Ich werde gefoltert mit Chip-Implantaten, mit Neurotech. Ich darf mich nicht erholen. Ich darf nicht mal schlafen. Ich darf gar nichts machen. Ja, ich durfte mich nie ausleben in irgendeiner Art und Weise. Ja. Ja. Guckt euch dafür das Video mal Techno-Kriminalermittler, die Folge 28 an mit der Dr. Catherine Horton. Erklärt ihr das auch nochmal auf mit den Chip- und Augenimplantaten. Ne? Naja, guckt euch generell mal Dr. Catherine Horton an. Die klärt da richtig gut auf. Ne? Wie das Ganze läuft. Ich bin natürlich auch nicht das einzige Opfer von den Geheimdiensten. Auf jeden Fall ja, also der Dank für Vergewaltigung, Kindersexhandel, Menschenhandel und Verstümmelung ist jetzt, dass man mich qualvoll ermordet. Allerdings ist das kommt auch noch dazu. Dann habe ich mehrere Mordanschläge überlebt. Also wir haben auch Mordversuche auf der Straftatenliste. Bestimmt 6 Stück jetzt insgesamt. Wenn man auch die Versuche einberechnet, einmal die direkten Versuche und dann auch die Versuche, dass man mich quasi in Selbstmord treibt durch diese Fernsteuerung von den Chip-Implantaten, was hier und hier damals passiert ist. Das heißt also, im Prinzip haben mich andere Leute, Techno-Kriminalermittler Folge 28, Dr. Chris Norton, ferngesteuert, damals in die Psychiatrie gebracht, vom Geheimdienst. Keine Ahnung, was das für ein Freak war. Deswegen. Die kommen auch noch hinzu. Deswegen, die Leute können sich das gar nicht vorstellen, was das geil ist, was die für Technik-Scheiße schon haben. Deswegen versuche ich das ja auch alles an sich zu bringen. Genau. Oh. Klingeling. Also es kommt auf jeden Fall eine Tonne, mit einer Tonne meine ich eine Tonne an Straftaten zusammen. Und das ist noch gar nicht alles. Und das sind jetzt mal gerade nur mal 20 Minuten, wenn ich alles bis ins Detail erläutern würde. Ne? Dann kommt der Fakt hinzu, wie gesagt, einmal diese, dann auch noch die Zeiten, die ich dank den BND-Wichsern in diesen Nazi-Exterminierungslagern verbringen musste. Pillen schlucken musste, obwohl ich kerngesund war. Und das spielt auch keine Rolle, was das war. Oder das spielt schon eine Rolle, aber es geht ja darum, ich bin kerngesund da gewesen. Ja, es sind alle kerngesund, die da sind. Das ist ja alles ein Fake-System, aber trotzdem, es ist mir egal, mit mir haben sie es nicht zu machen und peng.
dass ich da gewesen bin, irgendwelche Tabletten gegen meinen Willen nehmen musste, als arischer Übermensch, ja. Ich kann was, also ich bin kein Legastheniker und Bollerkopf und Ballonkopf, dass man irgendwie sagen kann, ja gut, der kann ja eh nichts, ab da rein in die Anstalt und gut. So. Aber ich war da mit Bollerköppen und Idioten auch teilweise zusammen, wo ich mir dachte, Alter, komm, ey, die hättest du ja echt euthanasieren können. So, also, wie gesagt, auf jeden Fall war ich in dieser scheiß Anstalt, mehrfach, im Mameos Hildesheim, in diesem Nazi-Death-Camp, im Holzminden, in diesem Nazi-Death-Camp, gegen meinen Willen, dank den Geheimdiensten. Also wir haben dann auch wieder die Freiheitsberaubung einmal als Straftatenbestand. Wie gesagt, ein Jahr komplett mit den ganzen Aufenthalten haben sie mir auch wieder genommen. Und man hat mich halt immer zu strategisch wichtigen Zeitpunkten halt eingesperrt auch, sodass ich dann halt zum Beispiel ja auch keine Freunde, sag ich mal, finden konnte und so einen ganzen Mist. Genau. Naja, warte mal. So, das kommt obendrauf als Straftat. Also einmal die Freiheitsberaubung, versuchter Totschlag. Wie gesagt, ich kenne die Paragraphen, die ganzen Straftaten nicht. Ihr könnt mir ja mal sagen, vielleicht ist da einer versierter von euch. Hier ist ja eh letztendlich nicht gültig und alles unter See- und Handelsrecht. Aber da kommt auf jeden Fall schon was zusammen. Ihr könnt ja mal sagen, was das für ein Straftatenbestand ist. Auf jeden Fall schon alleine dafür, dass ich 17 Jahre vergewaltigt werde, jeden Tag. Wie will man das denn vergüten? Also wir sind im Millionenbereich so oder so, mindestens. Im Milliardenbereich. So. Dann kommt, wie gesagt, hinzu, ich habe mehrfach den BND gebeten, die Implantate, Körperchips rauszunehmen, die Verbindung zu mir zu trennen, 100 Mal bestimmt schon, Millionen Mal. Ne, also es ist auch eine nicht genehmigte Nutzung meines Körpers. So, ich möchte nicht von irgendwelchen wildfremden Leuten beobachtet werden beim Sex, beim Scheißen, durch irgendwelche Augenimplantate oder sonstigen Wichs. Oder irgendwie durch irgendwelche Nachbarn, die irgendein Überwachungsgerät bei sich aufgestellt haben und mich da so in Röntgen X-Ray-mäßig sehen können. Auch das ist, auch das mache ich gegen meinen Willen seit 21 Jahren mit jetzt. Seit meiner Geburt halt. Na, also da kommt was zusammen dann, ne? Dann haben wir falsche Diagnosen, die mir ausgestellt wurden. Paranoide Schizophrenie ist ein moderner Judenstern, das ist sowieso nur eine Cover-Story. Aber dann haben wir ja auch noch einen Autismus diagnostiziert, ja? Also wir haben halt einmal falsch, dann kommen noch die falschen Diagnosen dazu, um das alles zu covern, um mich halt als Bekloppten hinzustellen. Also ich habe weder Autismus noch Paranoia, Schizophrenie noch irgendwas anderes. Ich bin kerngesunder, arischer, hübscher, intelligenter, empath, Indigo-Kind und Übermensch. Einer hohen Intelligenz, der was kann und kein Ballonkopf mit einer geistigen Behinderung, ja. Wenn ich einen großen Kopf habe, dann weil da viel Wissen drin ist. Nee, keine Ahnung, so. Genau. Weil ich mich eben nicht so behinderter Ballonkopf bin, wo nur Wasser und Luft drin ist, wie die Freaks von den Geheimdiensten. So. Ich bin HVT, ein High Value Target. So. Auf jeden Fall. Das kommt hinzu. Alles. Und dann einmal dieser dadurch entstanden, diese Rufschädigung. Also wir haben dann auch Rufmord quasi, weil ich stehe ja jetzt quasi dank diesen Wichsern überall wie ein Behinderter da. Muss erstmal wieder selber mein Image reinwaschen. Von diesem Judenstern namens paranoide Schizophrenie. Von diesem Autismus, den ich überhaupt gar nicht habe. Und erkläre erstmal den Leuten das, dass es eigentlich nur eine Geheimdienst-Cover-Story ist bei mir. Ne? Ja, was man auch gar nicht, man muss auch sich fragen, wer hat das denn ausgestellt? Diese komisch jüdische Ärztin da, Maria Verleistung? Diese Lockenkopftante da? Ich konnte die noch nie leiden da. Im Holzminden. Die Frage ist halt auch, wer hat das denn ausgestellt? Hä? Diese Scheiße. Sind das vielleicht Freimaurer gewesen oder sind diese Leute vielleicht auch in irgendeiner Geheimgesellschaft, der auch mein Großvater ist? Vielleicht. Ja, das fragt auch keiner, ne? Ja.
Nee, auf jeden Fall, was man auch gar nicht, das hat man ja auch gar nicht berechnet, dass ich diese Implantate habe, dass ich schlafentzugsgefoltert werde, da verhält man sich ja auch anders. Dementsprechend, also ich bin nochmal, wir halten es nochmal fest, ich bin Opfer von Geheimdienstverbrechen und ich habe weder Autismus noch paranoide Schizophrenie. So, Punkt. Aus, Ende. Also aber dementsprechend, aber es ist ja natürlich eine Rufschädigung entstanden, weil ich überall für die Leute jetzt quasi als behinderter Autist dastehe oder dastand, was ja Gott sei Dank durch die Hilfe von meinen Videos und Dr. Kerstin Horn alles ein bisschen aufgeweicht werden konnte. Aber trotzdem, ne, das ist halt auch, und das ist dann auch für mich eine belastende Kränkung dann, wenn man überall wie ein Behinderter dasteht und das gar nicht der Fall ist. Während die eigentlichen Behinderten, Ballonköpfe, und das sage ich nicht nur, weil ich die Leute hasse, sondern weil es ist, beim BND, für den BND arbeiten behinderte, autistische Ballonköpfe, wo ich mir so denke, Alter, platzt dein Ballonkopf gleich, wenn man da mit einer Nadel reinsticht, platzt das auf, was ist da drin? Ist da nur Wasser drin in deinem Ballonkopf oder was? So ist doch so. Na, also eigentlich müsste man das mit denen machen. Irgendwelche Anstalten rein, Spritze rein, gut ist, die können sowieso nichts, sind behindert im Kopf. Weißt du, da macht das bei so irgendwelchen Wasserköppen, die eh schon durch die Pharmaindustrie kaputt sind, da macht das keinen Unterschied mehr. Ob du die in irgendein Lager einlieferst, in so ein Exterminierungslager, Menschenversuche, Pillen rein. Gut ist, aber nicht mit mir. Aber leider hat ja Dr. Kerstin Horton hat das ja aufgeklärt. Es gibt keinen Unterschied auf dieser Welt. Ist egal, ob ihr schwarz oder weiß seid, dumm oder und hässlich oder hübsch und klug. Es gibt nur einen Unterschied. Kartell oder nicht Kartell, Freimaurer oder nicht Freimaurer, Geheimdienst oder nicht Geheimdienst. Und deswegen, dieses System widert mich so an. Es ist halt voll mit korrupten Leuten, mit Geheimdienstern, mit hässlichen, potthässlichen, autistischen Schrottkindern aus dem vierten Abfallcontainer. Die denken dann auch noch, oh, wir sind was Besseres, weil wir halt ja, Kartellkriminelle sind und Kinderficker. Und deswegen wird es endlich mal Zeit, dass jemand sich gegen dieses System stellt und das stoppt. Und das mache ich und das macht Dr. Kerstin Horton vom Joint Investigation Team. Ja. Scheiß hier. Dann, ja, wie gesagt, zerstörte Freundschaften, zerstörte Beziehungen. Also es ist auf jeden Fall auch ein schwerer Eingriff ins Privatleben. Ja, ihr könnt ja mal sagen, was alles zutrifft. Und vor allem dann auch noch, wie gesagt, unterlassene Hilfeleistung, weil ich den BND ja mehrfach gebeten habe, das alles zu unterlassen, mich zu entschädigen. Nichts passiert ist seit über zwei Jahren. 2019 habe ich das ja das erste Mal angefordert, ich weiß gar nicht. Ich glaube Anfang 2019, das heißt 2020, 2021 ist nichts passiert. Ich habe das mehrfach alles angefordert, das zu unterbinden, diese Kriminalität. Das fette Nazi-Schwein, Herr Karl, interessiert sich dafür nicht. Bitteschön. Dann gibt's halt hier diese Videos jetzt bis zum Abwinken, bis zu meinem Tod oder bis zu Ihrem Tod oder bis zu unser beiden Tod. Mir soll das egal sein. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Rekrutieren lasse ich mich nicht. Zum Umbringen seid ihr ja zu doof und zu feige. So, ich selber kann mich nicht umbringen. So, also Gleiwitzer Straße 9, das ist alles niedrig gebaut. Zum Erhängen ist die Decke zu niedrig. Auf Arm aufschlitzen kommt nicht in Frage. Ich habe keinen Bock, stundenlang auszubluten. Und dann funktioniert es wieder nicht. Ne? So, erschießen kann ich mich nicht, weil ich an keine Waffe komme. Ja, es ist eigentlich traurig. In Amerika kann man sich wenigstens noch erschießen. Ja, da kann man mit 16 Jahren in den Laden gehen und sich eine Waffe kaufen und dann ist gut, wenn man keinen Bock mehr hat. Und hier geht gar nichts, ey. Sterbehilfe ist auch verboten, aktive Sterbehilfe. Pentobarbital oder Nembutal kannst du auch nicht kaufen. Da gibt es zwar im Internet so Seiten, wenn man eingibt, Nembutal kaufen, hier gutewilleseite.com oder wie das heißt. Das sind dann irgendwelche Afrikaner, die in Mali sitzen und dann einfach nur Kohle haben wollen, ne? Also man kann sich hier gar nicht umbringen, selbst wenn man das will. Oder zumindest ist es sehr schwer und die Methoden sind dann auch nicht bombensicher, dass du dann stirbst. Also mir bleibt nur noch der Kampf. Dann haben wir auch, das ist auch eine Sache. Also, wir haben nicht nur einen versuchten Totschlag. Siehst du, dann haben wir auch noch Anstiftung. Man versucht mich ja auch zu Straftaten anzustiften. Ne? In Form damals zum Beispiel eines Terroranschlags, in dem ich auch fast draufgegangen wäre. Geschützt hat mich nur Vodafone und der Fakt, dass es hier drei Wochen kein Internet gab. Inwiefern wie weit der BND da jetzt involviert war, weiß ich nicht. Das war Sommer 2018. In den Sommerferien, wo sie mich danach auch direkt wieder in dieses Nazi-Camp gesperrt haben. Wie gesagt, verhindert. Bitcoin hatte ich damals. Ich hatte 600 Euro hatte ich damals. Bitcoin hätte ich mir kaufen können. Hätte ich mir eine Waffe aus dem Darknet geholt, wäre gut gewesen.
600 Euro. So, verhindert hat es nur Vodafone eine Internetstörung für 3 Wochen. Die hat quasi verhindert, dass ich mich bewaffnen konnte. Und diese verkrüppelten scheiß Freimaurerkinder, Benjamin Behrens, Markus Klotz, Finch Herfke und was weiß ich, Phil Rosenberg aus der Zionberg-Familie da erschossen hätte und mich erschossen hätte und den Schulleiter hier in Kretschmer erschossen hätte. Nur Vodafone hat es verhindert. Dieser Drecksverein. Ganz ehrlich, ich wäre gern gestorben. Weil in so einer Welt möchte ich nicht leben, wo Pisse getrunken wird und wo irgendwelche BDSM-Fuzzis da vom BND sich an Kindern vergehen. Lass mal gut sein. Ne? Ja, also wir haben dann auch, wie gesagt, also das ist einmal auch wieder ein versuchter Totschlag. Aber vor allem, ne? Ich wäre gern gestorben, ganz ehrlich. Also bevor ich mit so einer Scheiße hier... Dann, wie gesagt, kommt noch die Folter seit 5 Jahren mit Körperimplantaten da hinzu. Zum Beispiel wird mir die rechte Schulter, genau wie die von Dr. Millicent Black, zerschossen. Also das heißt, ich habe jeden Tag starke Schmerzen in meiner entweder linken oder rechten Schulter. Als ob da ein Messer drin steckt, was ich nicht rausziehen kann. Das heißt also, man kann die Schulter und den Arm auch schon kaum noch bewegen und es tut einfach alles nur noch weh. Das habe ich auch gemessen in einem Video. Also ich habe hier ein Implantat in meiner Schulter. Nanotech. Das geht seit 5 Jahren auch dauerhaft so. Das kümmert auch keine Sau, wurde auch nicht eingestellt. Also seit 5 Jahren fügt man mir konstant Schmerzen zu in meiner rechten Schulter. Was soll denn sowas? Das können sie mit irgendwelchen Ballonköppen machen. Hallo? Aber nicht mit mir. Bloß weil ich ein bisschen gemixt bin oder was? Alter, was seid ihr für scheiß Nazis, ey? Bloß weil ich gemixt bin. Weil ich Deutsch-Serbe bin und auch noch ein bisschen Rumäne. Mein Großvater Erwin soll ja aus Rumänien kommen. Aber es sind doch letzten Endes nur Regionen, wo du herkommst. Aber letzten Endes die Größe, die Überregion ist ja letzten Endes doch noch Europa. Ne? Das heißt also, ja, was heißt also meine Rasse, ich bin weiß. Ohne jetzt irgendwie rassistisch zu sein, aber... Ja, wie gesagt, alle Menschen sind sowieso gleichwert. Aber ich will damit nur sagen, ach, keine Ahnung, ja, vergesst das. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Letzten Endes sind das doch alles nur Regionen, ne? Wo du herkommst. Das ist doch vollkommen Blödsinn zu sagen, irgendwie jetzt, sag ich mal, ein Rumäne oder ein Serbe oder so ist weniger wert als ein Deutscher oder umgekehrt. Weil das ist doch letzten Endes nur eine Region. Auf dieser Welt. Und das hat keinen Einfluss auf die Intelligenz. Keinen. Keinen. Es gibt überall Untermenschen. Das sind die Leute, die bei den Geheimdiensten arbeiten oder für die Geheimdienste arbeiten, direkt oder indirekt. Das sind die Untermenschen. Ne? Nee, und böse Menschen und dumme Menschen, die hast du überall, in jeder Region, egal wo du herkommst. Ne? Die gibt's in Rumänien, die gibt's in Serbien, die gibt's hier. Ne? Jedes Land hat ja auch seinen Geheimdienst. Ja. Ja, aber vor allem dieses ganze psychische Leiden, ne? Das ist ja auch so das. Da fragt einen keiner, wie es ja geht. Es ist ja nicht nur der körperliche, dieser finanzielle Schaden. Mich hat keiner gefragt, wie es mir ging. In diesen Nazi-Exterminierungslagern. Ne? Ja, sowas hat ja keiner verdient, ey. Also, und bloß weil ich irgendwie ein bisschen gemixt bin, da kann ich auch nichts zu. Das ist ja auch letzten Endes dann nicht meine Schuld, sondern die Schuld von meinen Erzeugern meine ich jetzt, beziehungsweise, ne? Naja, aber auf jeden Fall, naja. Ey, da muss man aber auch schon krank im Kopf sein, Alter. Das kann man sich ausmalen. Was sind das für Leute, die andere Menschen foltern, für Geld oder für sonst was, 5 Jahre lang 24/7 unschuldigen arischen Übermenschen große Schmerzen zufügen,
Ich würde das nicht machen. Weil meine Intelligenz ist dafür zu hoch und ich bin mir dafür zu schade. Deswegen habe ich auch meine Rekrutierung für BND und CIA und so weiter abgelehnt. So. Und vor allem, ich ne? So. Das heißt also, man kann sich ausmalen, was für Leute das sind. Das sind nicht die intelligentesten und auch nicht die hübschesten. Das sind, man sieht es ja an Bruno Kahl. Das sind irgendwelche Fettis, die gemobbt wurden. Ich wurde auch gemobbt in der Schule damals, aber die darauf nicht klargekommen sind. Und sich jetzt zu denken, Alter, ich muss jetzt in irgendeine Geheimgesellschaft und ich muss jetzt irgendwelche Kinder poppen und ich lasse meinen Hass an unschuldigen arischen Übermenschen raus. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Ne, solche Leute sind das. Also es sind auf jeden Fall nicht die Intelligentesten. Ihr könnt es euch ausmalen, was da für Leute arbeiten. Man muss nur logisch, rational nachdenken und schlussfolgern. Und jetzt heißt es, Adrian, logisch, rational, du mit deinem logisch, rational. Das ist ja so ein autistischer Zug. Da hat mich auch der BND auf diesen Trichter gebracht. Weil die Leute sich so irrational und dumm verhalten und das kotzt mich einfach nur noch an. Und dieses logisch, rational, das sage ich deshalb immer, weil das alles so einfach nachzuvollziehen ist und so einfach Schluss zu feuern ist, wenn man wirklich noch ein bisschen Restgehirn hat, was irgendwie noch funktioniert, was noch nicht durch RTL abgetötet wurde, dann kann man das auch halt alles erkennen, so meine ich das. Na, also wie gesagt, ihr habt keinen Autismus und kein gar nichts. Ich bin kein Ballonkopf, so wie die Freaks vom BND, ja. Die sollten sich eigentlich alle das Leben nehmen und da sind sich schon mal strickbereit knoten, ey. Ist eh bald alles vorbei hier. Wenn das erstmal alles rauskommt. Ne? Ja. Sagt mir mal, Alter. Was findet ihr denn da angemessen als Entschädigung? Dann haben wir, siehst du, Stalking. Das Stalking habe ich schon wieder ganz vergessen. Ist auch mit Absicht, haben sie rausgelöscht. Also wir haben auch Stalking. Und mit Stalking meine ich auch extensives Stalking. Auch seit, wie gesagt, ich habe kein Zeitgefühl, aber seit 5 Jahren mindestens. Und was, also wir haben nicht nur dieses klassische Stalking, sondern wir haben auch wirklich mit Filmen, so haben sie sich auch damals in die Psychiatrie gemacht, bloß ich war halt auch so traumatisiert, ich war dann in dieser Erstarren-Phase. Guckt euch das Video Dr. Catherine Hort, internationale Staatskriminalität an, es gibt 3 Phasen, Freeze, Fight, Flight, also Erstarren vor Schreck, Flüchten, das hatte ich auch, und dann irgendwann die Phase, wo du kämpfst. Auf jeden Fall, man hat mich abgefotografiert, gefilmt, ist mir hinterhergelaufen und so eine Scheiße, alles. Und das macht dann natürlich dann auch psychisch kaputt. Zusätzlich noch eine narzisstische Erzeugerin, keine Kindheit, 24/7 Folter mit Chipimplantaten, Schlafentzugsfolter, dann bist du noch unter LSD gesetzt von der CIA und andere Drogen und ganze Scheiße, was sie irgendwie in die Nahrungsmittel und Getränke gemacht haben, keine Ahnung. Man ist eigentlich quasi, ja, man weiß, komplett neben sich eigentlich. So wie Hitler halt quasi damals, wo er von Theodor Morell abgespritzt wurde, ne, mit seinem ganzen Kram. Ist eigentlich nur irgendwie anwesend, ne. So, und dann, das kommt noch da hinzu. Dann jeden Tag, mittlerweile ist es eingestellt, also nicht eingestellt, aber es ist runtergefahren worden, ein bisschen. Aber es ist noch nicht komplett vorbei. Aber auf jeden Fall, jeden Tag, sobald ich das Haus verlasse, ist irgendwo immer ein Geheimdienstler. Oder ein inoffizieller Mitarbeiter. Ich erkenne die an ihren Autos, an ihrer Kleidung. Und die wissen das auch. Und die wissen auch, dass ich das weiß. Und die wollen auch, dass ich weiß. So, und die laufen dann hier immer auf und ab. Und also ich habe... Und das geht auch seit mindestens 5 Jahren so. Also seit 5 Jahren auch noch extensives Stalking. Na, was ist denn das, Alter? Das geht ja gar nicht, sowas. Auch wenn ich kein Handy dabei habe. Man kann mich auch durch diese Körperimplantate orten. Und das ist auch gegen meinen Willen passiert, das. Aber dann kommt auch noch, wie gesagt, dieser schwere Einschnitt in die Privatsphäre hinzu. Ich meine, ist ja schön und gut, Überwachung meinetwegen.
Also beziehungsweise, ne? Aber nicht auf ein Scheißhaus, nicht beim Scheißen, nicht beim Duschen. Das geht gar nicht. Also man muss schon irgendwie. Das geht nicht sowas. Ach Mann. Wie gesagt, ich sag euch eins, ihr könnt euch ausmalen, was das für Leute sind. Also ganz ehrlich, welche Leute überwachen und foltern Kinder? Das geht ja bei mir seit dem dritten Lebensjahr so. Jetzt kann man ja erzählen, was man will. Na, der ist ein Terrorist oder so. Aber das war ja schon seit meinem dritten Lebensjahr so. Und wer foltert dreijährige Kinder? Was sind das für Leute? Das sind nicht die hellsten und nicht die schönsten. Und versteht ihr, was ich meine? Also daran kann man schon erkennen. Das ist der letzte Dreck der Gesellschaft. Das sind Leute, die würden normal eigentlich vom Galgen hängen. Bloß die hängen halt, ja, da werden all die, da gibt's ein Lied. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen, Herr Bruno Kahl, ne? Früher oder später, ich sag's euch, werden die alle gehangen an die Laterne. So, dann ist gut. Ja, da braucht jetzt auch kein Ayatollah aus dem Iran ankommen mit seinen lausigen 500 Millionen Euro, das interessiert mich nicht. Das hat alles keinen Wert für mich. Alles, was ich wollte, war eine Kindheit, Liebe. Freunde und ein gesunder, geheilter Körper. So. Siehst du dann auch noch, dann haben wir auch noch die Sache, was dazu kommt. Ich weiß gar nicht, es reißt nicht ab. Ich kann so vieles erzählen. Was ist denn zum Beispiel auch mit dem körperlichen Schaden, der mir durch diese Chemikalien da, die ich einnehmen musste? Hier Olanzapin oder sonstige Wichse. Durch das Haloperidol, was man mir gespritzt hat in diesem Nazi-Exterminierungscamp. Was ist denn dadurch? Da fragt auch keiner nach. Was ist da jetzt, inwieweit ist da jetzt ein körperlicher Schaden entstanden, den ich dann selber auch hochheilen musste mit Chlorella Spirulina, mit Umkehrosmosewasser trinken, mit Entgiften und so ein Scheiß. Das kostet ja auch alles Geld. Sowas, ne? Und ich bin kein Dukatenscheißer. Siehst du, und so geht dann das Restgeld, was du dann hast, auch noch drauf. Für Entgiften, für Tabletten, für Medikamente. Ne? Ja. Prost Mahlzeit, ey. Ne? Und jetzt auf einmal will man mich lieb haben. Und es ist doch alles wohl nicht so gemeint und will mich jetzt auch noch Menschen handeln. Sag mal, ihr seid doch echt bräsig oder was? Ehrlich. Also wir haben dann auch noch den Sexhandel und Menschenhandel, der bis heute nicht abreißt. Mit irgendwelchen Vollidioten und Oberlosern. Autisten und Legasthenikern und Menschen, die mir überhaupt nicht würdig sind, Untermenschen. Die eigentlich an meiner Stelle hätten sein sollen, in diesen scheiß Lagern. Und irgendwie hätten kaputt gespritzt werden sollen. Ja. Beispielsweise. Dieser jüdisch-spanische Pissjunge Phil Rosenberg von der Rosenberg-Zionberg-Familie. Finn Schärfke, dieser Legastheniker-Junge von der Schärfke-Familie, dieses Froschmaul. Markus Klotz, dieser scheiß Polacke, der nichts kann, der Verblödete. Wen haben wir denn noch? Keine Ahnung, das sind so Beispiele. Wenn man schon Leute in irgendwelche Exterminierungscamps sperrt, okay, super, aber dann bitte die nehmen, die sowieso hässlich sind, verblödet sind, irgendwelche Behinderungen haben und nicht die besten Leute der Gesellschaft. Man darf da nicht nach Region gehen, sondern man muss halt gucken, wer kann was. Und man muss halt, das ist doch noch, man sollte sich, wenn, dann bitte schön der Kranken entledigen und nicht gesunde Leute krank machen. Und deswegen, also, das geht gar nicht, deswegen kämpfe ich ja auch, weil das ist krank. Und ich habe das System selber erlebt und ich kann da nicht guten Gewissens mitmachen. Also wenn man schon so Psychiatrie, so Exterminierungscamp hat, dann bitte die Leute da rein, die es auch verdient haben, die hässlich sind, die eh nichts können. Wie gesagt, aber vor allem Leute, die nichts können. So, das sind zum Beispiel dann die Leute von den Geheimdiensten. So, er ist doch so, was machen die denn, Alter? Da muss man sich auch mal fragen, wie gesagt. Und wenn das, hat Dr. Catherine Horton schon gesagt, und wenn diese Leute dann 100 Jahre gewütet haben mit ihren Lügen, mit ihren pathologischen Lügen, kann man sich ja ausmalen. Also es sind auf jeden Fall nicht die hellsten Leute. So.
Können wir alle, haben wir alles Hitler zu verdanken, dieser scheiß zionistischen Ratte. Weil warum, wenn, fragt euch das mal, ein guter Führer oder jemand, der Gutes will, warum setzt der eine Geheimpolizei auf, die Gestapo, um die Leute zu tyrannisieren? Brauchen wir das? Nein. Braucht man überhaupt eine Geheimpolizei? Nein. Wofür? Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber die anderen Länder haben ja welche. Ja und? Lass sie doch welche haben, aber deswegen muss man da ja nicht mitmachen dann. Druck erzeugt auch Gegendruck. Und wenn ein Land, wenn wir jetzt zum Beispiel unser ganzes Militär und den Geheimdienst abrüsten würden, ne? Früher oder später würden dann auch die anderen Länder folgen. Denn das ist halt, es muss halt, ist wie Domino, ne? Aber es muss halt nur mal irgendwer mal anfangen. Ne? Und dann würde Frankreich irgendwann folgen, irgendwann dann England. Aber wie gesagt, das muss man sich auch mal fragen. Warum hat Hitler die Gestapo aufgesetzt? Und ich sag euch warum. Weil er nämlich Teil des Plans war und mitgeholfen hat, das alles hier so aufzubauen. Dieses System, die kleine Drecksratte. Also der hat die Deutschen verarscht. Guckt euch das Video, das Schweizer Biest, Basislage des Teufels auf YouTube an. Hitler war ein Templer, 33 Grad Freimaurer, Pädophil und Satanist. Hat das System übernommen, die Original-SA mit Ernst Röhm ermorden lassen und den Laden vor die Wand gefahren. Mit Hilfe von Kohle und von Rothschild und von Öl, was aus Amerika kam. Den ganzen Krieg über auch noch richtig schön. Ja, naja. Also, es war alles gewollt. Kleine Drecksratte, ey. Öl. Öli Öl. Na? Ja, der Rosenberg-Junge hat mir wohl auch gesagt, Phil Rosenberg, inwiefern das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich dachte, ich sag das jetzt einfach mal, vielleicht bringt es ja irgendwem was, diese Information, dass die Rosenberg-Familie auch wohl ein paar von den Generälen Hitlers getötet hat, damit Hitler den Krieg verliert. Ja, wie gesagt, vielleicht bringt die Information irgendwem irgendwas. Ich dachte, ich sag das einfach mal jetzt so. Vielleicht bringt es irgendwem was, weiß ich nicht. Also die Rosenberg, was zusammen die Rosenberg-Familie hat, auch ein paar Generäle umgenietet, um halt dafür zu sorgen, dass sie den Krieg Hitler den Krieg verliert. So. Tja. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall jetzt vorbei, aber diese Nazi-Scheiße ist noch geblieben, bloß weil die Flagge jetzt hier schwarz-rot-gold ist, ist auch genau die gleiche Scheiße. Wir sind auch im scheiß Dritten Reich, ey. Kleines Nazi-Schwein, Hitler, ey. So. Und deswegen wird es endlich Zeit für Friedensverträge und keine Ahnung was. Wobei letztendlich entscheiden wir ja letztendlich, was ist richtig, was ist falsch. Wichtig ist vor allen Dingen, dass das System, dass das alles mit guten Leuten halt besetzt ist. Das ist halt wichtig. Es bringt einem gar nichts. Kommunismus, Faschismus, Rot, Grün, Blau, links, rechts, oben, unten, schwarz, weiß. Wichtig ist, dass die Leute integer sind, dass die so wie ich sind, dass die nicht korrumpierbar sind, dass selbst wenn irgendwie Koffer mit 100 Millionen Euro auf dem Tisch liegen, dass die sagen, nein, ich nehme das Geld nicht an. Solche Leute brauchen wir halt wieder überall. Man müsste da mal richtig hohe Strafen machen für Korruption, ne? Also lebenslange Haftstrafe. So, dann macht das auch keiner. Das müsste man echt mal machen. Dass wenn man schon so ein 10 Euro Bestechungsgeld annimmt, dass man eine lebenslange Haftstrafe kriegt. Solche Gesetze müsste man mal einführen. So, dann hätten wir diese Scheiße hier nicht. Ja, weil viele sind auch bestechlich dann. So, ja, jetzt bin ich schon wieder abgewichen vom Thema. Thema. The topic of today.
unsere Englischlehrerin immer gesagt. Topic of today. Ja. So, wir setzen uns mal kurz hier hin. On the bench, on the park bench. In the Stiftspark. In Einbeck. Ja, okay. Gut. Aber Englisch ist eine schöne Sprache, ne? Naja, wie gesagt, ich will mich nicht, Ja, dann wie gesagt der Fakt, dass man mich in so eine, kontrollierte Hilflosigkeit auch gebracht hat. Also aktuell habe ich jetzt 17 Euro noch auf dem Konto und damit kann man gar nichts mehr machen. Ne? Und das ist dann, zieht einen auch so runter und macht einen so depressiv, Alter. 17 Euro. Was ist denn das, Alter? Ja, zum Beispiel war ich heute auch mal bei Friseur, wollte mir die Haare mal abschneiden lassen, komplett wieder. Als wir auf den Sack gingen, der Pflegeaufwand ist so, mal so ein Sommerhaarschnitt. Und ja, 25 Euro soll das kosten, ne, wegen Haare waschen und sowas. Also so viel, das ist mir auch zu teuer. Und vor allem, ich will keine Styling, ich will keine Färbung, ich möchte die Haare nur abgeschnitten haben. Ohne Aufsatz, also keine Glatze, aber ohne Aufsatz halt. So, 25 Euro, also das ist doch echt schon happig. Das ist so eine Frechheit, sowas. Wobei, die können ja auch nichts dazu, ne? Die müssen ja auch irgendwie überleben, die Friseure. Aber mir ist das zu happig und mir ist es zu teuer. So. Naja, muss ich irgendwie meinen Stiefvater mal fragen, ob der das machen kann. Beziehungsweise, ich habe mir die Haare auch schon öfter selber geschnitten. Damals auch. Wurde sogar gelobt von einigen Leuten, dass es sogar gut aussieht. Allerdings habe ich jetzt keine Haarschneidemaschine mehr, weil ich die auch mal meinem Stiefvater gegeben habe. Weil ich mir die Haare ja habe lang wachsen lassen. Ich schreibe schon wieder vom Thema ab. Aber... genau, und die ist dann wohl auch kaputt gegangen oder war wohl irgendwie nicht gut. Der hat jetzt nochmal eine neue geholt, die gehört nicht mir, sondern die gehört meinem Stiefvater. Und dann, der ist jetzt gerade nicht da, der ist auf Arbeit und dann muss ich ihn nachher mal fragen. Holger, can you cut my hair, please? Oder kann ich die kurz haben? Aber am besten ist es, wenn er das macht, weil nachher heißt es noch, ich habe irgendwie... Wenn dann der BND wieder irgendwie an der Maschine fummelt, nein, dann fällt es wieder auf mich zurück. Adrian, du hast als letztes gehabt. Ja. Ex-BND-ler, ne? Deswegen soll er das dann lieber machen. So, auf jeden Fall habe ich mir die Haare auch schon selber geschnitten. Mehrfach damals, auch vor 3 Jahren, wo ich noch in der Schule, in die Schule gegangen bin. In die schwule Schule, in diese Kinder, in dieses Kinder-KZ, wo du auch nur Scheiße lernst. Ja, wir müssen uns alle hier, jetzt gehen sie auf Beschwichtigung, das habe ich gerade über Synthetik-Telepathie eingesprochen gekriegt. Wir müssen uns alle hier die Hände reichen, ne? Ja, das verstehen die Leute nicht, ja, das stimmt, ey. Jetzt gehen sie auf Beschwichtigung, weil sie wissen, der Kampf ist verloren, ne? Nee, ich reiche euch nicht die Hände vom BND, aber wir müssen uns die Hände reichen hier alle, gegen den Geheimdienst, sonst wird das alles nix. Na bitteschön, da hast du doch die perfekten Kandidaten fürs Amios Hildesheim. Die kannst du in so eine Camps stecken. Zur Exterminierung und Menschenversuche. Ich will jetzt kein Unmensch sein, aber wenn schon, denn schon. Aber bitteschön nicht mich. Ja, das ist grausam, ne? Das tut mir übrigens auch im Herzen weh. Also, deswegen, ich bin eigentlich, das ist deswegen, unsere Welt ist so kaputt. Komm, wir gehen mal hier lang. Nee, ich will kein Unmensch sein. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Es kommt heutzutage alles im Namen von Licht und Liebe. Und deswegen, und die Leute lassen sich dann so blenden, weil es halt alles in so einer rosa-roten Tüte ist. Ich finde das total krank, ey. Also,
das ist gar nicht mal so schlecht, Behinderte zu exterminieren. Weil letztendlich die leiden doch eh. Wer will denn so ein Leben haben? Im Rollstuhl und ja, weg, puff. Die sind doch besser aufgehoben, wenn die Leute tot sind und oben im Gott bei Himmel, im Himmel bei Gott sind, da irgendwie einen neuen Körper haben und es denen dann da gut geht, als hier so ein Leben im Elend. Hä? Hallo? Die ist mir zu versifft, ey. Und hier ist immer so nass, ich weiß nicht, ey, nicht, dass hier irgendeiner gesessen hat, der sich eingepisst hat irgendwie. Ach, keine Ahnung, ey. Ach, Pennerbank. Ja, schade, dass die anderen Bänke hier abgerissen haben. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich so ein bisschen verstehen, wie gesagt. Ich will das nicht schönreden, es regt mich halt nur auf, wie man sich noch an den besten Menschen unserer Gesellschaft vergreift. Wenn ich dann sehe, was machen das? Da kann man sich auch immer ausmalen. Was sind das für Menschen, die sich an den besten Menschen der Gesellschaft vergreifen? Das können nicht die intelligentesten sein. Und wie gesagt, ich will auch auf jeden Fall nicht nicht kaltherzig sein, bevor jetzt einer sagt, hier, was soll denn das hier, diese Geschichte mit den Behinderten? Versteht mich nicht falsch, aber wie gesagt, die leiden doch auch Höllenqualen. Also ich würde wissen, wenn ich so im Rollstuhl sitzen würde über mich, also ich würde wollen, dass man mich umbringt. Ne? Ja, das ist auch so krank, ey, diese ganzen, wie gesagt, aber es läuft halt alles im Namen von Licht und Liebe. Och, die wollen doch auch nur leben und die wollen doch auch nur. Nein, so will keiner leben. Keiner will im Rollstuhl rumsabbern und den ganzen Tag nur irgendwelche Stöhnlaute von sich geben. Ab ins Amios. Medikamententest. Aber nicht mit mir, hallo? Nein, aber ihr versteht, wie ich das meine, hoffentlich. Wenn nicht, dann seid ihr auch von allen guten Geistern verlassen hier. So. Da zischt da der Bus. Vor Freude. Losfahren. So. Ein Busch. Also ich würde wissen, auf jeden Fall, na gut, jeder ist da halt auch anders, das stimmt schon. Ne? Es ist schwierig, immer so Entscheidungen, was Leben beenden und über andere Leben entscheiden. Deswegen, ich könnte auch kein Richter sein, was das betrifft. Das ist natürlich immer schwierig, ne? Das ist schwierig, ja. Ich würde auf jeden Fall, na gut, ich bin da halt auch ein bisschen zu arisch. Also wie gesagt, auf jeden Fall, ich würde wissen, wenn ich irgendwie behindert im Rollstuhl sitzen würde, ich hätte keinen Bock so zu leben. Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Also ich würde wollen, dass man mich dann umbringt. Ganz ehrlich. Nein, deswegen ist es so krank und die Leute werden dann heute am Leben gelassen. Und ach, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine irgendwie. Ne? Hasst mich dafür, dass ich das sage, aber letztendlich wisst ihr, dass das die Wahrheit ist. Also wie gesagt, das ist doch lebensunwertes Leben, sowas. Es tut mir leid, das ist aber so. Und ihr wisst es auch alle. Lasst euch doch nicht so weichwaschen. Oh, oh. Ganz ehrlich, man tut den Leuten doch auch keinen Gefallen damit, wenn die dann in so einem Rollstuhl da rumkraketen und sich abkrepeln. Was ist das denn für ein Leben, Alter? Stöhnen. Den Arsch abgewischt kriegen, da Hand zappeln. Also mir tut sowas im Herzen weh. Ganz ehrlich, auch wenn sich das gerade anders angehört hat. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Oh. Aber wenn man dann schon sowas macht, ey, dann kannst du doch die in irgendwelche Lager sperren, ey, echt. Nicht mich.
Hallo? Was ist da los? Ja. Wie gesagt, ich hoffe ja, diesen guten Geist in den Leuten wieder zu erwecken. Ah, hier, wenn ich das schon sehe, what the Fanta, kannst du das Geschmacksrätsel lösen? Ja, ich sag euch, wonach das schmeckt, nach Aspartam und nach Süßstoffen. Sowas trinke ich nicht. Weg damit. Da sitzt du, da wirst du nämlich dann irgendwann behindert. Da gehen deine Erbanlagen kaputt und dann zeugst du so eine Kinder, die. Gut, ich will eh keine. Aber bei mir wäre es theoretisch egal, aber es muss trotzdem nicht sein. Ja, müsste ich echt mal. Echt mal bringen sowas, ey. Wieso, wonach schmeckt die Fanta? Ja, nach Aspartam. Ja. Nach Süßstoff, nach Chemie schmeckt das. Ne? Ich will sowas, trinke ich gar nicht. Ich trinke River Cola. Eichwürfel. Es gibt schon Abstufungen. Ne? Die ganze Aspartam-Kacke, ey, vergiss es doch alles, ey. Und jetzt habe ich mich schon wieder ablenken lassen. Ach, ich erzähle so gerne. Ich habe ja kein mehr und nichts mehr. Dank euch Freaks von den Geheimdiensten, ey, echt. Ja. Die Polizei gerade vorbeigefahren hier. Ja, das ist schon auf jeden Fall erstaunlich. Das fasziniert mich selber, was ich mir aufgebaut habe, diese Spaziergängen, Alter. So ein bisschen wie Tanzverbot. Der hat angefangen, hier mein Einkauf vom oder so. Und diese Ansagenvideos, ich habe mit meinen Spaziergängen angefangen, Alter. Das muss er sich mal geben, ey. 100 Leute, die sich irgendwie meinen Spaziergang angucken. Wird schon seine Gründe haben. Aber ich das schon sehe, hier Werkstatt, Schule, ey, oh. Armee aus Hildesheim. Medikamententests. In solchen Leuten kannst du das machen, Alter. Ja, hier ist, ich bin hier gerade so, also für diejenigen, die nicht wissen, die nicht aus einem bekommen, ich bin hier, war gerade so eine Werkstattschule. Aber ich das schon höre, ey, warum gibt es sowas überhaupt, ey? Mann. Ah ja, ich bin schon stolz darauf, was ich mir aufgebaut habe. Ich habe kein Netzwerk hinter mir. Meine Abonnenten sind auch nicht gekauft. Oder sonst irgendwas.
Also ich habe selber, wie gesagt, ob da jetzt andere Leute irgendwie geholfen haben. Mir wurde vom Geheimdienst schon gesagt, dass man mir da auch ein bisschen hilft und ein bisschen Abonnenten zusammengekratzt hat. Aber wie gesagt, ich habe auf jeden Fall keine... ja, das sind aber auch Lügner. Sie haben mir schon viele Lügen erzählt. Auf jeden Fall, ja, das habe ich mir aufgebaut. Ich habe kein Netzwerk hinter mir. Ich habe keine Verträge mit YouTube oder irgendwelchen anderen Netzwerken. Ich glaube, mich wird auch kein Netzwerk so nehmen. Es gehört ja auch alles den Freimaurern. Und wer will denn schon so ein... Ja, ich muss es mal überlegen, ob ich irgendwie in so ein Netzwerk reingehe. Aber es ist auch schwierig, weil... Ich habe schon mal überlegt, das Alliance Network. Aber es gibt ja halt auch Kriterien, inwiefern sie dich da aufnehmen. Jetzt schweife ich schon wieder vom Thema ab, aber ja, vielleicht lade ich ein paar Strategie-Let's Plays hoch dann auf meinen Kanal. Europa Universalis, Hearts of Iron. Vielleicht komme ich dann in das Alliance Network rein. Ja, auf jeden Fall, aktuell habe ich keine Deals mit irgendwelchen Netzwerken oder mit irgendwelchen. Oder oder sonst irgendwem. Das kann ich auf jeden Fall versichern. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt dieses Videos hier nicht. Wie weit das dann bald aussieht, ob ich mir dann da auch mal Unterstützung hole. Weil es ist ja auch nicht schlimm, wenn man in irgendeinem Netzwerk ist. Aber ich wollte nur sagen, diese 900 Abonnenten, die habe ich mir so aufgebaut. Ich wäre eigentlich schon längst über 1000, wenn man mir die ganzen Kanäle nicht mal weglöschen würde. Scheiß. YouTube, ey. Die hat ja schon mal einen Kanal gehabt. Anarchist. Mit so einem Öko-Anarchisten-Logo. Grün-Schwarz und so einem Anarchiezeichen drauf. Den haben sie mir gelöscht. Der hatte 300 Abonnenten gehabt. Der ist weg. Und das dauert natürlich auch immer, bis du wieder diese 300 hast. Ja. Das habe ich mir auf jeden Fall alles aufgebaut in meinen Videos. Da steckt mein Schweiß und Blut drin. Das ist meine Arbeit, die ich verrichte. Nee, echt. Ich war gerade wieder kurz weg, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, es ist schon irgendwie... ein bisschen erstaunlich. Was ich mir da aufgebaut habe. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie. Ja, ich habe 2 M's auf meinen Händen. Vielleicht kann ja irgendwer was mit anfangen. Hier mit Palmistry, mit Handlesen. Hier ist das erste M. Na, hier die Linie ist nicht ganz so stark, aber sie ist da und hier ist das zweite M. So, diese Leute sollen auf jeden Fall viel Erfolg haben im Leben. Ne? Mohammed soll ja auch irgendwie 2 M's auf den Händen gehabt haben. Naja, weiß ich nicht, inwiefern das jetzt stimmt. Deswegen wollen die mich haben beim BNI. Die wissen, ich bin von Gott gesegnet, ich habe Erfolg in allem, was ich tue. Und deswegen wollen die das für die dunkle Seite, für die Sith Lord Seite ausnutzen. Aber nicht mit mir, Alter. Bei denen piept's doch wohl.
Mir tut das immer so weh, wenn ich das sehe. Ich glaube, oder hier Lebenshilfe, sowas. Ich glaube, die Kinder werden alle besser dran, wenn sie tot wären. Tut mir leid. Das ist dann halt meine Form von Liebe. Ich bin halt der Meinung. Was heißt der Meinung? Eigentlich ist es ein Fakt, das ist eine Wahrheit. Ne? Das. Naja, komm. Deswegen, es widert mich einfach nur noch an, wie unsere Welt, wie die Schöpfung zerstört wird. Ey, Gott hat uns hier alles gegeben, ey. Wir könnten es uns hier so schön machen. Wenn dann Herr Bruno Kahl mit seinem scheiß Geheimnis nicht wäre, ne? Der die besten Leute der Gesellschaft abmurksen lässt. Für ein paar Penunsen, für ein bisschen bedrucktes Papier, für Sextrafficking, keine Ahnung. Da fliegen wir ins Gesicht, ey. Weißt du? Ja, man geht jetzt gerade auf Beschwichtigung. Ich höre jetzt gerade über Voice to Sky, über diesen TTIP-Philipper, die es würde auch gute Leute geben, die mich überwachen. Daran glaube ich weniger. Das ist ein Ammenmärchen. Jetzt auf Beschwichtigung gehen, wo man weiß, sie verlieren alle den Krieg. Nee. Naja. Nee. Ja, es wird Zeit, endlich das aufzudenken, diese ganze Korruption. Corruption. Worldcorruption.info gibt es eine Webseite. www.worldcorruption.co für diejenigen, die mit Englisch nicht so sehen, C-O-R-R oder für die Legastheniker beim BND, C-O-R-R U-P-T-I-O-N .info /Ulrich HTM. Da kommt ihr dann zur Seite vom Gerhard Ulrich. .htm, der auch sich mit den Freimaurern angelegt hat, genau wie ich. Ist das eine Hitze, es wird Zeit für meinen Sommerhaarschnitt, ey. Ab mit der Scheißmatte. Da muss Luft dran an den Kopf. Der sowieso schon durchgegrillt von den Kopfchips, die mir da verpflanzt hat. Diese Nanotech-Scheiße. Dr. Kessler-Horten schon aufgeklärt. Ja, auf jeden Fall. Ach, jetzt habe ich schon wieder eine Stunde gelabert. Eigentlich wollte ich nur so 30 Minuten machen. Ich will immer kurze Videos machen, aber es ist halt so, dieser Hass, ne, muss auch mal raus. Wenn ich, wie gesagt, sehe, was das für Freaks sind von den Geheimdiensten, ey, dann wird einem einfach nur schlecht. Ne? Deswegen wird es ja auch Zeit, dass ihr euch alle hinter mich stellt, endlich euren Finger aus dem Arsch zieht, aufhört euch einzuwichsen und keine Ahnung, was ihr macht, da müsst ihr jetzt in die Gänge kommen. Jetzt oder nie, Alter. Also wir haben jetzt wirklich nicht mehr unbegrenzt Zeit. Das ist nicht mehr so, dass wir jetzt uns hier zurücklehnen können und warten können. Alter, ey, merkt ihr es noch? Wir verlieren gerade eine Freiheit nach der anderen. Bald kommt ihr noch in die Geschäfte, wenn ihr nur geimpft seid. Das dauert auch nicht mehr lange. Irgendwann könnt ihr dann gar nichts mehr machen. Wir kommen doch jetzt schon nicht mehr aus dem Land raus. Wir sind jetzt schon eingesperrt. Da habe ich mal so ein Meme gesehen, wo die BRD mit der DDR verglichen wurde. In der DDR konntest du wenigstens auch in den Osten reisen. Gut, in der DDR konntest du auch nicht sagen, was scheiße war. Aber du konntest auf jeden Fall ohne Maske einkaufen. Oder was, ne? Also, und du konntest dich wenigstens auch noch mit Leuten treffen. Also, alles das ist jetzt nicht mehr möglich. Ey, bald kannst du wirklich nur noch in deiner scheiß Bude eingeschlossen sitzen, solange du nicht geimpft bist. Ja. Und dann heißt es, hätten wir mal auf Adrian gehört, ey. So sieht's nämlich aus, ey. So, also wenn es jetzt schon schlimmer ist wie in der DDR, ja, wo sollen wir dann landen, ne? Wenn der Diktatur schläft, wacht er, wenn der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf.
Ja. Kurzen Aussetzer gehabt wieder. Monarch bedingt. Ich kann euch bei den Geheimdiensten auf jeden Fall versichern, ich werde da nicht mitmachen. Ihr habt das Spiel zu weit getrieben, ihr habt es überzogen. Aber mich wollten sie ja auch damals auffressen, die Kinderfresser, die Satanisten, die Freimaurer. Aber ich konnte das verhindern. Also mal wäre ich auch schon aufgefressen gewesen. Ne? Naja, sechs Satanistenpack. Na, bon Appetit, wen schmeckt? Weiß ich nicht. Also ich habe ja mal einen Reinheitskodex. Weiß ich nicht. Also ich würde die Kinder nicht essen wollen, würden essen wollen von heute. Was die alles in ihrem Blut haben, von den ganzen Impfungen, sind doch eher schon autistisch und dann das ganze Aluminium und den ganzen Kram und die Chemtrails da. Bah. Na, bon Appetit, ihr scheiß Freimaurer. Deswegen sind die auch so kaputt. Du bist, was du isst. Wenn man so kaputte Scheiße isst, dann bist du auch dann halt ganz einfach dann. Oh, es ist eine Hitze. Was wir auf jeden Fall jetzt abschließend festhalten können, meine Entschädigung liegt mindestens im Millionenbereich und ich müsste nie wieder arbeiten gehen, wenn man mich meinen Schaden entschädigen würde. Und das steht mir auch so zu, weil ich auch genug gearbeitet habe. 80 Jahre, über 80 Jahre, jeden Tag 17 Jahre, 24, 7 macht 80 Arbeitsjahre. Wer arbeitet 80 Jahre von euch? Keiner. Ja, bald wird das übrigens für alle so sein, ne? Wenn die ganzen Renten, das wird ja jetzt alle schon angezogen. Bald könnt ihr alle bis 80 arbeiten. Kriegt ihr dann, wenn ihr dann noch lebt. Aber wie gesagt, alles gewollt. Ja, die Rentner werden jetzt ja auch abgeimpft und abgespritzt, dass keine Rente mehr ausgezahlt werden muss. Ne? Auf jeden Fall, ja, und wenn ihr Glück habt, lebt ihr, wenn ihr überhaupt noch so lange lebt. Ey. Bald gibt es Rente nur mit 80. So, und dadurch dieses ganze Aspartam und Glucose-Fructose sterbt ihr dann eigentlich schon mit 70. So, also arbeiten bis 100 Jahre. Ja, arbeiten auf Lebzeit hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Warum? Weil keiner auf Kaiser Adrian hört. Ne? Genau deshalb. Na, gute Nacht, ne? Sag ich nur. Da ist nur Moos. Ohne Moos nichts los. Ja, hier, ich zeige nochmal das Moos. Ohne Moos nichts los. Ja, Herr Karl, ihr hättet euch besser nicht mit mir anlegen sollen. Ich bin serbischer Partisane mit Z, ein Partisan. Ja, mach euch fertig. Revolutionär, Revoluzer, Partisane. Genau, ich glaube, ich pinne mal ein Video an in der Beschreibung. Die Serben hat keine Chance. Das sind super Soldaten, alle von Geburt an. Ja, ich bin froh, dass ich so gemischt bin, weil diese Mischung, das hat man mir auch schon bei Voice to Sky gesagt, das stimmt. Diese Mischung meiner Gene schützt mich vor der Verblödung, was mit den Deutschen hier passiert ist.
serbischen Gegner schützen mich dafür. Bei mir funktioniert das. Die Gehirnwäsche durch RTL nicht. Ja, es ist ja alles so abgestimmt auf die Deutschen hier. Jedes Land, die Freimaurer in jedem Land, die wissen genau, wie haben sie mit ihrem Volk umzugehen, um das Gehirn zu waschen. Ne? Die Serben zum Beispiel, die sind schwer zu kontrollieren, deswegen haben die auch mehr Fluorid im Wasser. Also in Serbien die Produkte, da ist fast alles fluoridiert, der Fluoridwert im Wasser ist auch viel höher als hier. Warum? Fluorid macht nämlich doof, gefügig. Und ja, wurde auch in Konzentrationslagern eingesetzt. Es macht dumm, es macht krank. Und der Fakt, dass man mehr Fluorid braucht, um die Leute gefügig zu machen, zeigt nämlich, dass die Leute ja, Übermenschen sind. Bei den Deutschen braucht es nicht viel Fluorid im Wasser. Da reicht schon 0,0001 Gramm. Weil die schon von Natur aus doof sind und ignorant und faul. Deswegen, in Serbien sieht das anders aus. Da gehen die Leute wenigstens auf die Straße. Haben einen hohen Freiheitsdrang und rebellieren. Deswegen brauchen sie so viel Fluorid im Wasser, der Vucic da. Der mich auch schon besucht hat hier. Weil bei den Serben stelle ich das nämlich alles nicht an. Daher. Die lassen sich nicht so verblöden, wie die Deutschen. Ohne das ganze Fluorid im Wasser da unten würde das System da zusammenbrechen wahrscheinlich. Ja. Herr Vucic war hier auch schon mal als Gangstalker. Ich weiß nicht, ob es ein Double war oder ein Klon oder der echte, auf jeden Fall war. Der ist mir oben beim Rewe entgegengekommen. Das war wahrscheinlich ein Double oder so, keine Ahnung. Aber trotzdem schon schön, wie viel Aufwand man für dich betreibt. Naja. Ja, deswegen, es glaubt ja eh keiner hier. Ich sag euch die Wahrheit, irgendwann kommt's ans Licht. Also ich hört ja auch von Präsidenten bzw. deren Körperdubeln gegangstalkt. Also sowas Bescheuertes. Ja, ja, toller, aber ich war hier schon Soleimani. Ja, für mich, also das heißt für mich alles Loser, ne? Parasiten. Von der Kohle, vom Volk leben, was geplündert wurde. Scheiß Freimaurer, echt, ey. Na, deswegen, ich mach da nicht mit. Ah, der Ayatollah, der denkt, er wäre ein ganz toller, aber dem ist nicht so. Die Leute im Iran sind genau, die sind noch schlimmer versklavt, weil das nämlich ein totalitäres System ist. Und da hast du gegen die Geheimdienstkriminalität gar keine Chance. Ne? Da gibt es keine Dr. Catherine Horton. Da gibt es genauso Corona, beziehungsweise die Maßnahmen dagegen, gegen diese Grippe. Der Iran, deswegen ist es auch so bescheuert, wo ich das schon gesehen habe. Ja, Supreme Leader Ayatollah Khamenei bans US Vaccines vom Impfung. Also der hat ja verboten, dass die US-Impfung von AstraZeneca da reinkommen. Ja, klasse. Und, aber ihr entwickelt doch selber eine Impfung gegen diese Grippe, gegen dieses nicht existente Virus. Also, wo ist denn der Unterschied da? Auch alles nur Show. Na. Also ich habe sehr viele prominente Gangstalker auch involviert. Auf jeden Fall.
Schon schön, was man für einen Aufwand für mich betreibt hier. Sehr, sehr viele. Alexi Wexi. Pizza, der Typ von Pete's Meat. Herr Peter. Ne, es war nicht Bram, das war Peter. Ich glaube, es war Peter. Einer von beiden war das Bram oder Peter. Also alle schon mir, sind mir alle schon entgegengekommen hier. Ja. Alle schon entgegengekommen. Einfach so. Dann einfach mal zufällig da lang gegangen, wo ich auch immer lang gehe. Hier in Einbeck. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch ausmalen, man kann in dieser Welt nichts werden. Zumindest nichts Großes, ohne eine zu diesen Kriminalgesellschaft zu gehören. Den Freimaurern, den Rosenkreuzern, den Templern oder was auch immer. Oder allen am besten. Heißt also, alle Leute auf YouTube, die ihr seht, Gronkh, die Millionen Leute haben, es kann kein normaler Mensch erreichen. Heißt also, die sind auch Freimaurer, gehören auch zu der Mafia, genau wie mein Großvater. Heißt also, insofern... So, die werden dann natürlich auch alle erpresst mit pädophilen Kontrollakten. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall werden die mit Schandtaten erpresst. So zusammengehalten. Ja, und wenn dann von oben die Order kommt, stalkt mal Adrian, dann müssen die dem folgen. So. Vielleicht wollten sie mich auch so nur mal besuchen, weil ich so ein geiler Content Creator bin, ja. Wie gesagt, inwiefern, das kann ich natürlich nicht immer sagen, dass die originalen Leute sind oder irgendwelche Doubles, die einfach nur so ähnlich aussehen, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Oder irgendwelche Klone, das soll wohl auch gehen, das Klon. Aber Double ist natürlich realistischer. Aber auf jeden Fall schon ein Aufwand hier. Aber Marlene Lufen habe ich hier schon gesehen. Also Leute über Leute. Die hier, also. Ja, letzten Endes für nichts und wieder nichts. Ne? Ich mache nicht mit, ich lasse mich nicht rekrutieren. Ich habe alles abgelehnt. So. Schon erstaunlich, was man für einen Aufwand für mich macht. Für eine Person. Für einen Mensch. Für einen Übermensch. Tja. Nee, ihr habt euch ins Ausgeschossen mit dieser Psychiatrie. Nazi-Exterminierungslager. Geschichte. Ja. Jetzt braucht man mir auch nicht mehr hier den, in Anführungsstrichen, den Arsch küssen. Und so tun, als ob nichts wäre. Nö. Ich habe ja gesagt, ihr kommt mal lieber, kümmert euch darum, dass mein Körper geheilt wird, dass ich entschädigt werde, dann ist gut. Braucht von dieser satanistischen Welt nichts. Und ich werde kämpfen bis zum Umfallen, ja. Ja, Gronkh habe ich hier noch nicht gesehen, tatsächlich. Oder Zaraza, aber auf jeden Fall schon prominente Leute. Jetzt ist es gut und so, komm.
So, schaut mal, wie gesagt, in die Beschreibung. Ich werde euch das alles anpinnen. Projekt Monarch. Den jugoslawischen Partisanenaufstand da, wie die richtig Stress gemacht haben damals. Wir haben den scheiß Nazi-Deutsch wirklich in den Arsch getreten. Ja, wobei, es war natürlich eh geplant, dass Deutschland den Krieg verliert. Also von daher war es war sowieso, aber trotzdem. Also an alle, die an Hitler festhalten, ihr haltet an einem Agent fest, der Deutschland verarscht hat. Ne? Ja, Karl, Sie haben den Partisanenaufstand losgetreten hier. Also selber schuld. Könnt ihr nicht gewinnen, Alter. Zu rebellisch. So. Was ich noch vergessen habe hier, da in dem Haus bin ich gewesen, Haus 4, BBS. Berufsvorbereitungsjahr Farbtechnik, dank dieser ganzen Scheiße hier, was der BND verzapft hat. Und konnte dann ja wirklich irgendwelche 3 Monate lang, da habe ich mich auch befreien lassen, ich glaube, so lange war das, irgendwelchen Dullis da rumhängen und irgendwie irgendwelche scheiß Mandalas malen und Silben klatschen. Hallo, als Gymnasialschüler. Silben klatschen, Mandalas ausmalen. Alter, und das hat mich dann so psychisch auch kaputt gemacht dann, ne? Das kommt auch noch dazu. Schulabschluss, ach, das habe ich ja, siehst du, das habe ich ganz vergessen. Aber egal, dann kommt jetzt zum Schluss, bevor ich das Video gleich beende. So. Ach ja, nee, also Berufsvorbereitung ist ja Farbtechnik. Nee, mein Schulabschluss, das habe ich ja schon mal in anderen Videos behandelt, hat man mir kaputt gemacht, meinen erweiterten. Das heißt, ich habe jetzt gar nichts mehr. Und dann bin ich halt dadurch in dieser, und auch durch das Wegsperren in dieses Nazi-Exterminierungscamp, habe ich halt alles verloren. Und jetzt stehe ich halt da ohne irgendwas. Ohne Geld. Damit ich halt dieses Verbrechen halt nicht beweisen kann. Ja, aber mir haben sie sich trotzdem selber ihr Grab geschaufelt. Ja. Der Kaiser Wilhelm hat ja mal gesagt, er hätte die Serben gerne als Verbündeten gehabt, ja. Ja, oder er hat gesagt, es ist eine Schande, dass diese kleine Nation nicht mein Verbündeter ist. Ne? Ich werde euch mal ein Video verlinken, warum das so ist. So. Das sind nämlich tapfere Krieger. Besser wie die Deutschen noch. Die kriegen auch ihren Arsch wenigstens heute noch hoch. Ne? Ja, auf jeden Fall bin ich berufsvorbereitendes Jahr Farbtechnik gelandet, weil man mir den erweiterten Realschulabschluss versaut hat. Das kommt auch hinzu, durch diese Folter mit den Chipimplantaten 5 Jahre lang. Den Schlafentzug. Ich war nie. Überlegt euch das mal. Ich habe leider keine Zeugnisse mehr, aber die kann ich mir ja wieder anfordern. Muss ich mal machen. Von der Realschule. Und weil ich da mich manipuliert wurde mit den Chipimplantaten, das alles wegzuschmeißen. Weil ich dachte, ich gewinne 300 Millionen Euro im Lotto, weil die Geheimdienste mich so verarscht haben. Und dann, ja, ganz komische Geschichte auf jeden Fall. Komm, wir gehen hier lang. We are going here. Yes. So. Yeah.
Hier läuft der Sprinkler auch jeden Tag und jede Nacht. Wie auch wenn es regnet, irgendwie habe ich das Gefühl, keine Ahnung, was hier los ist. Naja. Wasserverschwendung. Aber mir soll es egal sein. So, auf jeden Fall, den erweiterten Realschulabschluss hat man mir versaut. Überlegt euch das mal. Ich werde mal, das ist eine gute Idee, das muss ich mal machen. Ich muss mich mal mit der Realschule in Verbindung setzen, dass ich dann irgendwie nochmal meine Zeugnisse haben will, dass die abhanden gekommen sind. Alle. Und ja, meinetwegen, dann kostet das halt nochmal 20 Euro oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und dann zeige ich euch die mal. Auf jeden Fall, ihr müsst euch überlegen. Ich habe immer gute Noten gehabt, aber ich war nie auf 100% Leistung. Also ich habe nur Einsen und Zweien gehabt. Aber ich war nie auf 100% Leistung, weil man mich durch die Chip-Implantate, durch dieses Nanotech, 5 Jahre lang mit gefoltert hat, Schlafentzugs gefoltert hat jede Nacht. Ich also nie richtig geschlafen habe. Ich war also nie bei 100% da. Überlegt euch mal, wenn ich so gute Noten habe mit 20% Leistung, was ich mit 100% Leistung hätte erreichen können. Ich hätte locker mein Abitur mit 1,0 wahrscheinlich. Aber es ist nur eine Vermutung. Ne? Man weiß natürlich nie. Aber ich will auch jetzt nicht sagen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Durch diese Geheimdienstfolter wurde ich halt künstlich unterdrückt, künstlich lernbehindert gehalten. Sodass ich zum Beispiel Mathe nicht verstehen konnte. Ab der 3. Klasse. Durch das Mind Control. Damit ich dann halt nicht zu klug werde, weil wenn sie wissen, ich kann auch noch Mathe, was ich auch kann, aber was halt geblockt ist im Unterbewusstsein, ja, dann wäre ich halt zu smart für die. Dann könnte ich die halt noch, ich habe die sowieso schon outsmartet vom Geheimdienst, ne? Ja, weil die können nicht gewinnen gegen mich. Ich bin Kind Gottes. Wir sind in der Endzeit hier jetzt. Ne? Das verstehen die auch nicht. Ja. Also ich gebe mich auf jeden Fall nicht mit laut, nichts unter einem dreistelligen Millionenbereich als Entschädigung zufrieden für das ganze Leiden, vor allem für diesen Psychoterror. Ach, siehst du, auch wieder vergessen, auch dieses Mind Control. Was auch noch war, in der Mühlbergstraße hat man mich auch so mit Geräuschterror terrorisiert, Lärmkampagnen durch die Nachbarn, Getrampel auf und abgelaufen, wenn ich die ins Bad gegangen bin, Nachbaroma auch ins Bad gegangen. Und so eine Sachen. Also auch Terror in der Wohnung, Terror durch die Nachbarn. Das war in der Mühlbergstraße besonders schlimm. Was eine schöne Wohnung war, wo man mich vergrault hat. Echt, ich hatte eine Badewanne gehabt. Ich habe immer nachts um 3 NDR Kultur angemacht. Konnte mich so ein bisschen entspannen noch. Ich konnte 24/7 heiß duschen. Heiß, nicht irgendwie lauwarm oder kalt. Das geht in der aktuellen Butze, wo ich wohne, nicht. Ja, und ich bin ja so ein Nachtmensch. Ja. Ach ja, siehst du, wer mich auch noch besucht hat. David Rockefeller, der ist auch nicht tot. Der ist ja auch schon vorbeigefahren. Der hat sich fast eingepisst, wo er mich angeguckt hat, ey. Weil der wusste, ich reiß die alle mit. Naja, also so viel mal dazu. Also ich komme aus einer mächtigen Familie, beziehungsweise mächtigen Freimaurerkreisen. Ich will das gar nicht mal. Aber glaubt mal ja nicht, stellt euch das nicht so toll vor. Es ist halt wirklich... Es kommt halt auch alles zum hohen Preis. Nee, also David Rockefeller hat mich ja auch schon besucht. Als Gangstalker ist er hier mit einem Auto vorbeigefahren. Mit irgendwie mit meinem, ich weiß nicht, ob das mein Monarch-Programmierer war, dieser CIA. Auf jeden Fall, der ist nicht tot. Also den habe ich ja auch schon gesehen. Und der hat mich so angeguckt, der Gesichtsausdruck, Alter. Der hat so richtig geguckt, so scheiße, Alter. Der reißt uns alle mit, ey. Der ist richtig eingepisst von mir. So. So, komm, ich gehe jetzt. Ihr wisst ja eh, wo ich wohne jetzt, ne? Beziehungsweise, ja, meine Adresse ist ja öffentlich. Oh, weiß gar nicht.
So, also der hat mich auch schon besucht hier in Einbeck. Der lebt noch. Also David ist nicht tot. Der alte David. Bloß weil in den Medien erzählt wird, der ist tot. Die meisten Leute, wo sie in den Medien sagen, die sind tot, die sind nicht tot. Na? Also Soleimani lebt noch. Slobodan lebt noch. David lebt noch. Alles schon gesehen hier. Und bei David bin ich mir sogar 100%. Also das David, der gute alte David. Der David-Stern. Nee, also David lebt noch. Die Ratte. Die alte Schiffsratte. David. Ich dachte, wie gesagt, vielleicht bringt das irgendwem was. Ihr müsst mir das nicht glauben, es ist die Wahrheit. Wie gesagt, ihr müsst es ja auch nicht glauben, ich sag euch die Wahrheit. Habe ich schon gesehen, alle hier als Gangstalker. Der ist hier flüchtig vorbeigefahren. Ganz erschreckt geguckt, hat sich gedacht, Alter. Ne? Jakob Rothschild ist hier schon rumgefahren. Wie gesagt, was ich natürlich nicht sagen kann, ob es Double waren. Aber auf jeden Fall trotzdem schon ein immenser Aufwand für mich. Gib mal ein, Jakob Rothschild. Ja, die pissen sich ein vor mir, weil die wissen, ich kann das alles stoppen hier. Weil die wissen, ich komme aus einer Illuminati-Kinderfresser-Familie und ich mache das alles öffentlich und mache nicht mit und die werden mich nicht los. Deswegen pissen die sich alle gerade ein. Ja, selber schuld. Selber schuld, ne? Ja, leider habe ich keine Videoaufnahmen, weil das immer zur Zeit, kann ja auch ohne Handy geortet werden und das immer zu Zeitpunkten gemacht wurde, wo ich entweder kein Handy dabei hatte oder Handy nicht Akku leer war und so eine Sachen. Ist ja klar, die wollen keine Beweise hinterlassen. Oder man war auch durch diesen Mind Control so traumatisiert, weil man auch gar nicht mit gerechnet hat. Hat dann halt dementsprechend, war dann halt wie gelähmt durch meinen Mind Control und konnte dann auch nichts machen. So. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dachten. Vielleicht dachten die, ich vergesse das wieder. Das ist dann in irgendeiner anderen Persönlichkeit. Und deswegen haben die dann halt gedacht, wahrscheinlich so, ja, wie gesagt, mein Wille ist zu stark. So, auf jeden Fall, die habe ich alle schon gesehen hier. Ja, die sollen mal Kohle rüberwachsen lassen, die sind ein Scheiß hier. Schulden mir eh noch was alle. Echt. Also ihr seht, Freimaurerei ist scheiße. Und tretet nicht den Freimaurern bei. Kommt nur Scheiße bei raus, glaubt es mir. So, ich wünsche euch allen was, macht's gut und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sowas entschädigen würdet. Sowas alles hier. Ne? So, bis denn.